Seit dem Wiener Kongress 1815, der nach der napoleonischen Ära Europas Grenzen neu ordnete, bildet die Sauer die Grenze zwischen Luxemburg und Deutschland. In der zusammenwachsenden europäischen Gemeinschaft rücken beide Seiten des Grenzlandes, die viele Jahrhunderte lang das gleiche Schicksal hatten, wieder näher zusammen. Dennoch zeigt eine Reise durch das schöne Sauertal reizvolle Gegensätze zu beiden Seiten des Flusses. Eine Eisenbahnlinie erstreckte sich von Ettelbrück über Echternach nach Wasserbillig. Der Betrieb dieser Linie wurde Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts eingestellt. Die Reste der Eisenbahndämme und manche Bahnhofsgebäude sind im Sauertal auch heute noch zu finden. Dieser Film zeigt die Strecke von Echternach bis nach Wasserbillig auf beiden Seiten der Sauer. Am besten übersieht man Echternach, die älteste Stadt Luxemburgs, von der Liboriuskapelle aus. Die kleine Kapelle liegt im Hang des Ferschweiler Plateaus auf der deutschen Seite des Tals. Die Kapelle zu Ehren des heiligen Liborius wurde erstmals 1680 erwähnt. Was heute auf dem Plateau steht, entstand 1951 und ist die dritte Kapelle. Echternach ist das historische Highlight der Region. Der vor rund 40 Jahren künstlich angelegte See ist das Freizeit- und Erholungszentrum Echternachts. Er ist ca. 30 Hektar groß. Jedes Jahr finden zahlreiche abwechslungsreiche Events auf dem flachen Gelände dieses Gewässers statt. Am See selbst ist eine der größten und reichsten Römervillen der Region. Auf einer Fläche von mehr als 10 Hektar verfügte dieses seit 1975 freigelegte Herrenhaus über 80 Zimmer. Innenhöfe, Wasserbecken, Fußbodenmosaike, Marmortäfelungen, Thermen oder Heizsysteme verleihen diesem Anwesen einen palastartigen Charakter. In der Tat bot dieses Herrenhaus seinen Bewohnern maximalen Komfort. Die Sauerstadt Echternach ist bis weit über die Grenzen Luxemburgs bekannt für die Abtei, die im 7. Jahrhundert vom Wandermönch Willibrord gegründet wurde. Im Skriptorium fertigten Mönche reich geschmückte Werke an wie den Codex Aureus und den Codex Epternacensis. Der Prälatengarten oder Orangerie genannt, wurde nach 1731 nach französischen Vorbildern auf dem Gelände der ehemaligen Stadtmauer angelegt. Leider ist während den Dreharbeiten die schmiedeeiserne Pforte verschlossen. Schade. Die heutige Basilika ist die fünfte Kirche, die an dieser Stelle errichtet wurde. Die erste Kirche wurde von St. Willibrord in den Jahren 698 erbaut. Die eindrucksvolle Willibrordus-Basilika gilt als das bedeutendste religiöse Denkmal des Landes. Der zweistufige Chorraum umfasst zwei Altäre. Der untere ist der sogenannte Confessio-Altar. Zwei hölzerne Statuen aus der Zeit um 1700 zeigen rechts heiligen Willibrord und links den heiligen Benedikt. Der Hauptaltar wird von einem einzigen Travertinblock gebildet, auf dem die Symbolfiguren der Evangelisten abgebildet sind. Im Untergeschoss befindet sich eine karolingische Krypta mit dem Grab des heiligen Willibrord. Im Jahre 1906 wurden die Gebeine des heiligen Willibrord feierlich in die frühere Abteikirche überführt. Im Jahre 1236 erhielt Echternach das Stadtrecht. Die Befestigung, die in einer primitiven Form ins 10. Jahrhundert zurückgeht, wurde im 13. Jahrhundert ausgebaut. Sie war mit 20 Schalentürmen, 4 Stadttoren und einer 2000 Meter langen Mauer versehen. Ein Großteil der Anlage wurde erst im 19. Jahrhundert zerstört. Die noch erhaltenen Türme wurden 1813 versteigert und zu Wohnzwecken umgebaut. In der attraktiven Einkaufsstraße von Echternach befinden sich zahlreiche Läden und Boutiquen.
Restaurants laden zum Erholen während des Shoppens ein. Die Stadt präsentiert sich mit ihren kleinen Gassen und historischen Gebäuden in bezaubernder Atmosphäre in einem ganzen Füllhorn voll an Kultur und Geschichte. Echternach hat an vielen Stellen sein mittelalterliches Ambiente bewahrt. Der Marktplatz mit seinen vielen Patrizierhäusern. Sie standen ursprünglich als Wohnhaus eines Stadtadeligen. Die meisten zwischen 1880 und 1910 gebauten Häuser stammten aber von wohlhabenden Bürgern. Um 1236 wurde mitten auf dem Platz das Justizkreuz errichtet. Ein Nachbau des Justizkreuzes wurde 1982 erbaut. Der Denzelt ist ein historisches Gebäude. Es war der Sitz des ehemaligen Schöffengerichts. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude teilweise zerstört, es wurde jedoch wieder restauriert. Seit 1974 steht der Denzelt als nationales Monument unter Denkmalschutz. Am Pfingstdienstag steht ganz Echternach ganz im Zeichen der Springprozession zu Ehren des heiligen Willibrord. Es ist ein Bittgang, der seinen Ursprung in den Bußwallfahrten des Mittelalters hat. Jährlich kommen dazu ca. 12.000 Pilger aus dem Großherzogtum und der nahen Eifel. Entlang der Sauer verläuft der Sauerradweg. Auf ca. 60 Kilometern zwischen Ettelbrück und Wasserbillig verläuft die durchweg flache Strecke mal auf deutscher, mal auf luxemburgischer Seite auf eigenem asphaltiertem Weg. Unsere Reise mit dem Fahrrad beginnt auf dem sogenannten Busbahnhof in Echternach und ist ein Teil dieser Strecke. Der alte Zugbahnhof wurde in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts abgerissen und ein viergleisiger Busbahnhof errichtet. Rundherum stehen auch heute noch die alten Häuser aus dieser Zeit. Man hat den Eindruck, die Zeit wäre stehen geblieben. Auf diesem alten Eisenbahnweg, der heute eine Fahrradpiste ist, wollen wir den Spuren aus einer längst vergangenen Zeit folgen bis nach Wasserbillig. Dazu aber später mehr. Wegschilder zeigen die Richtung, flussabwärts der Sauer entlang. Durch den Echternacher Park am Hotel Le Pavillon, entlang in Richtung der alten Grenzbrücke. Eine Sauerbrücke zwischen Echternach und Echternacher Brück besteht bereits seit frührömischer Zeit. Diese alte Brücke wurde am 12. September 1944 von der deutschen Wehrmacht beim Rückzug gesprengt und 1950 durch einen Neubau ersetzt. Sie hat einen Mittelbogen mit einer Spannweite von 28,10 Metern. Vor der Grenzbrücke das alte Zollhaus. Vor dem Schengener Abkommen war dieses immer besetzt mit Zöllnern. Aber das liegt schon einige Jahrzehnte zurück. Seit dem Wiener Kongress 1815, der nach der napoleonischen Ära Europas Grenzen neu ordnete, bildet die Sauer die Grenze zwischen Luxemburg und Deutschland. Das Dorf entstand aus den drei von Echternach abgetrennten Wohnplätzen Echternacher Brücke, Echternacher Fähre und Völkenbach. Bürger aus Echternach, die auf dieser Seite ihre Grundstücke besaßen, siedelten sich im Laufe der Zeit an. Dazu kamen die ersten Zollbeamten des Preußischen Kaiserreiches. Heute wohnen ca. 900 Einwohner dort. Ein großer Campingplatz erstreckt sich auf einem Kilometer entlang der Sauer. Er liegt im idyllischen Sauertal des deutsch-luxemburgischen Naturparks in der Eifel. Im Sommer ist der Platz mit Schwimmbad und anderen Annehmlichkeiten proppenvoll. Die Ufer der Sauer sind ein Naturparadies für Wasservögel aller Art. Aber auch verschiedene Wassersportarten können dort betrieben werden. Kajakboote kann man gegen eine Gebühr mieten. Etwas hinter Echternach wechselt die Radpiste die Straßenseite.
Der Fahrradweg auf der Luxemburger Seite ist größtenteils auf der alten Sauerstrecke aufgebaut, die von Echternach, Steinheim, Rossport, Hinkel, Born, Mörsdorf bis nach Wasserbillig führte. Das sind 22,2 Kilometer. Die Betriebseröffnung der Sauertallinie war am 20.05.1874 und die Betriebsstilllegung am 4.03.1963. Es war eine Normalspurbahn mit 1435 mm Spurweite, eingleisig und nicht elektrifiziert. Auch von Echternacher Brück geht ein Fahrradweg aus. Er gehört ebenfalls zum Sauerradweg. Das Kunstwerk Tor zum Weinland besteht aus rund 3000 recycelten Weinstöcken aus Luxemburg und Deutschland. Er transportiert Geschichte und historische Bezüge dieses alten Weinbaugebietes. Es schafft eine Verbindung zwischen Historie und Gegenwart. Wie die Ufer der Sauer durch Flussbrücken verbunden sind, so schlägt auch die Weinstockskulptur Brücken, erläutert der Künstler Werner Bizigayo sein Werk. Zurück auf die Luxemburger Seite. Vor uns liegt Steinheim. Der Fahrradweg führt am alten Bahnhof vorbei. Alle Bahnhöfe an dieser Strecke wurden im letzten Jahrhundert an private Leute verkauft. Alle sind zu schmucken Wohnungen umgebaut worden. Was bleibt, sind Erinnerungen. Steinheim ist eine uralte Siedlung, wahrscheinlich keltischen Ursprungs, auf Pfahlbauten in der Sauerniederung errichtet. Der Name Steinheim tauchte erstmals im Jahre 704 auf, und zwar im Zusammenhang mit der Gründung der Echternacher Abtei. Das Dorf trennt sich durch die Hauptstraße. Linker Hand das Neubaugebiet, rechter Hand der alte Dorfkern. An einem Scheunentor sieht man die Rekordhochwasser der Sauer der letzten Jahrhunderte. Die Kirche der St. Maria Himmelfahrt ist die römisch-katholische Pfarrkirche der rund 600 Seelen. Die Kirche ist ein einschiffiger Bau mit Chor und Dachreiter. Es wurde im Baustil des Barock errichtet, ist aber leider geschlossen. Der kleine Friedhof des Dorfes grenzt an die Pfarrkirche. Friedhöfe bilden für jede Stadt und jedes Dorf ein wichtiges Stück Kulturgeschichte. Als Spiegel für den gesellschaftlichen Umgang mit dem Tod offenbaren sie einen Blick in die Vergangenheit, verdeutlichen religiöse Traditionen, zeigen Moden und Geschmäcker und machen den Wandel in der Bestattungskultur deutlich. Viel mehr als eine Stätte der Trauer, Friedhöfe als Orte der Erinnerung und Ruhe, der Kultur, der Heimat und der Forschung. Am Ausgang von Steinheim. Was anfangs als Hochwasserschutz gedacht war, ist heute Vogelbrutgebiet. Auf dem Beobachtungsposten an der Hauptstraße kann man dieses ganze Gebiet übersehen. Graureiher aus der Familie der Schreitvögel lieben solche flachen Gewässer. Bei den Dreharbeiten wurden in der Flachwasserzone 5 dieser Vögel gezählt. Aber auch Kormorane fühlen sich im Sauertal sehr wohl. Der Nachwuchs der Entenvögel frisst sich in Reih und Glied durch den Schlick, gespickt mit Larven und Würmern. Thank you.
Tor zum Wasser heißt das steinerne Monument, das in der Nähe des Radweges am Ufer der Sauer in Steinheim steht. Etwas oberhalb am Sauerufer des Dorfes ist eine Fußgängerbrücke. Sie ist mit Minden auf der deutschen Seite verbunden. Somit kann man bequem die Ortschaft Minden erreichen. Mitten auf diesem Übergang hat man impressionante Blicke auf das Flusstal. Von hier aus sieht man auch die Prüm, die in die Sauer mündet. Sie ist ein 85 Kilometer langer, orographisch linker Nebenfluss der Sauer von der Eifel herkommend. Minden, selbst ein kleines Dorf mit ca. 250 Einwohnern. Urkundlich erwähnt wurde es im 12. Jahrhundert in der von einem früher Abtei Echternach gehörenden Gut bei der Mühle in Munda die Rede ist. Mitten im Dorf auf der Brücke sieht man am besten, wo die Prüm in die Sauer mündet. Auf der deutschen Seite war ebenfalls eine Eisenbahn. Ab Minden lief die Nims-Sauertalbahn parallel mit dem Fluss Sauer und der Luxemburger Sauertallinie in Richtung der Mosel. Es war eine eingleisige, normalspurige, nicht elektrifizierte Nebenbahn. Von Minden über Edingen nach Godendorf führte die Nims-Sauertalbahn. Heute ist es ein Radweg entlang der Sauer. Über die ersten urkundlichen Erwähnungen von Edingen sind im Goldenen Buch der Abtei Echternach zwei Urkunden aus dem 9. Jahrhundert enthalten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Edingen innerhalb der französischen Besatzungszone Teil des damals neu gebildeten Landes Rheinland-Pfalz. Es zählt um die 400 Einwohner. Übrig geblieben von der Bahnlinie ist der Bahnhof von Edingen. Heute ist er in privater Hand und top renoviert. Nächste Ortschaft ist Godendorf. Erstmals schriftlich erwähnt wurde der Ort in einer Urkunde aus dem Jahre 862, in der Güter und Ländereien dem Abt von Echternach übertragen wurden. Godendorf gehörte bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zur luxemburgischen Herrschaft Rosport. Zurück zur Luxemburger Seite. Weiter geht die Fahrt von Ausgang Steinheim in Richtung Rosport. Der Kohlensäuresprudel Rosport ist ein natürlicher Kohlensäuresprudel. Die Quelle wurde 1932 entdeckt und war die erste im Großherzogtum Luxemburg. Gegründet 1959 und schon 1962 wurde die 10-millionste Flasche Sprudelwasser abgefüllt. So produziert Sources Rosport SA aktuell sowohl natürlich sprudelnde als auch stille Mineralwasser. Außerdem wird das Mineralwasser von Rosport nicht ins Ausland exportiert. Die Ortschaft selbst ist erreicht. Am Eingang ist der Camping linker Hand an der Sauer gelegen. Rechter Hand die alten Dienstwohnungen der Zöllner. Oberhalb des Dorfs liegt die Dorfkirche. Sie ist einschiffig, versehen mit einem hohen Glockenturm. Gleich daneben ein Denkmal. Es erinnert an die Opfer des Zweiten Weltkrieges. Innen ist die Kirche versehen mit altem Mobiliar aus verschiedenen Epochen der Neuzeit. Der Hochaltar ist ein Meisterwerk der alten Kunst. Gleich neben der Kirche ist das denkmalgeschützte Tudor-Schloss samt Park, stammt aus dem Jahre 1892.
Heute sind in dem Schloss die Gemeindeverwaltung und das Tudor-Museum. Wer war Henri Owen Tudor? Er war ein luxemburgischer Ingenieur und Erfinder des ersten brauchbaren Bleiakkumulators. 1882, noch als Student, gelang es ihm, eine Gleichstromanlage zu errichten. Die von ihm entwickelten Akkumulatoren wurden von einem Dynamo gespeist, der angetrieben wurde von der Wassermühle in Rossport. Diese Anlage lief 16 Jahre ohne Pause. Das Schloss der Tudors war dann auch eines der ersten Gebäude in Europa, dem rund um die Uhr elektrisches Licht zur Verfügung stand. 1886 ließ Tudor seine Erfindung in Luxemburg und 1887 in Frankreich patentieren. Zurück an den Fluss Sauer. Der alte Bahnhof der Sauertallinie erstrahlt noch immer in seinem alten Glanz. Heute gehört es der Straßenbauverwaltung. Teilweise ist der Quai für das Gepäck noch erhalten. Gleich daneben ist der Sauerpark. Seit 2010 steht dort ein Festpavillon für Konzerte und für andere Veranstaltungen, dient zur Entspannung und Erholung und ist ein großer öffentlicher Abenteuerspielplatz mit Wasserspielen zugleich. Den Kindern stehen eine größere Anlage mit den verschiedensten Spielen zur Verfügung. Schaukeln, Rutschen, Klettern, alles, was ein Kinderherz begehrt. Dieser Spielplatz ist schlicht und ergreifend der Wahnsinn und übertrifft an Angebot und Weitläufigkeit so ziemlich alles. Es gibt hier einen riesigen Wasserspielplatz mit künstlich angelegten kleinen Bachläufen, aber auch der Rest des Spielplatzes ist schön gestaltet mit vielen Stationen. Vom höchsten Punkt des Spielplatzes aus, einem kleinen Hügel, fließt ein künstlich angelegter Bach hinunter auf den Spielplatz. Die Landschaft der Gemeinde Rossport ist gekennzeichnet durch eine wellige Hochfläche, durch die sich die Sauer mit ihren Mäandern windet. Sie ist geprägt von idyllischen Waldabschnitten, moosigen Felsformationen und offenen Weidelandschaften. Immer wieder eröffnet sich dem Wanderer die schöne Aussicht ins Sauertal und deren Orte. Ein Wehr staut das Wasser der Sauer. Auf diesem Stausee wird im Sommer Wassersport betrieben. Die Sperre wurde errichtet, um das in 2 Kilometern entfernte Wasserkraftwerk zu speisen. Der Einlauf ist mitten im Staubecken. Im künstlichen Kanal wird das Wasser bis zu dem Elektrokraftwerk geleitet. Dazu später mehr. Ebenfalls ist der künstliche Stausee ein Paradies für Angler. Rund um den See gibt es aber auch ein Wandergebiet. Von den Anhöhen aus hat man wunderbare Ausblicke auf den Stausee. Eine Brücke verbindet Rossport mit Rahlingen auf der deutschen Seite. Ein Blick auf den Campingplatz entlang der Luxemburger Sauer. Es verfügt über geräumige Stellplätze, von denen einige direkt am Wasser liegen. Direkt vom Campingplatz aus kann man einen Wander- und Radausflug starten. Der Ort Rahlingen gehörte bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zur luxemburgischen Herrschaft Rossport. Heute ist es ein Dorf mit ca. 2200 Seelen, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Auf dem Sauertal-Radweg ist jedoch eine Besonderheit. Der Tunnel der Nims-Sauertalbahn. Auch rund 50 Jahre nach der Stilllegung der Strecke ist dieser Durchgang mit einer Länge von 336 Metern noch sehr gut in Schuss. Innentemperatur des Tunnels ist Sommer wie Winter 12 Grad.
Besonders im Hochsommer tut diese Abkühlung sehr gut. Hinter Rahlingen führt der Radweg auf deutscher Seite um den Mäander, auch Toter Arm genannt. Es sind rund 6 Kilometer bis zum nächsten Dorf, das sich Wintersdorf nennt. Der Luxemburger Radweg führt einen direkteren Weg entlang der Sauer. Nach 2 Kilometern kommt man an die Zentrale des Wasserkraftwerkes bei Rossport. Das Wasser wird bis dahin durch einen künstlichen Kanal geleitet. Das elektrische Kraftwerk beinhaltet 2 vertikal angeordnete Kaplan-Turbinen. Die Kraftwerkleistung beträgt ca. 6000 Kilowatt. Bis 2015 musste die Sauerschleife aufgrund der Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie einen guten ökologischen Zustand erreicht haben. Dazu musste der Mindestabfluss deutlich erhöht werden. Es war vorgesehen, einen Teil davon energetisch zu nutzen. Zu diesem Zweck wurde vom Luxemburger Staat eine Restwasserturbine errichtet. Genau an diesem Platz treffen sich wieder die beiden Sauerarme, der Tote Arm und der künstlich erschaffene Kanal. Wieder vereint fließen sie Richtung Wintersdorf, das auf der deutschen Seite liegt. Das Dorf kann auf eine jahrhundertealte und bewegte Vergangenheit zurückblicken. Die nachweislich älteste Erwähnung des Ortsnamens Wintersdorf findet bereits in einer Urkunde Kaiser Ottos I. aus dem Jahre 953 statt. Das Dorf ist vom Tal in den Hügel hineingebaut worden. 1915 wurde Wintersdorf an das Eisenbahnnetz angeschlossen. Der Bahnhof ist immer noch vorhanden, gleicht aber eher einer Müllhalde. Um 1100 wurde eine dreischiffige romanische Kirche in Wintersdorf errichtet. Davon erhalten sind der Glockenturm und 2 angebaute Nebenchöre. Von der Ausstattung ist der neoromanische Hochaltar mit Darstellungen der 4 Evangelisten, Jakobus der Ältere und des heiligen Antonius Abbas zu erwähnen. Wer über den Radweg fährt, kommt unweigerlich am Gasthaus zum Sauertal vorbei, der auch Campingplatz ist. Der Wirt, schon etwas bei Alter, aber noch immer rüstig genug, um seine Gäste zu verwöhnen. An der Haustür sieht man die Wasserstände der Hochwasserkatastrophen der letzten Jahrhunderte. So gestärkt geht die Reise auf dem Drahtesel weiter. Gegenüber vom Campingplatz auf der Luxemburger Seite ist eine Messstation. Hier werden die Daten wie Wassermengen und Fließgeschwindigkeit, Temperatur und so weiter der Sauer gemessen. Auch hier wieder die Rekordpegelstände des Flusses der letzten Jahrzehnte. Nächster Ort in Luxemburg ist Hinkel. Es ist ein sehr kleines Dorf mit rund 100 Einwohnern. Es ist sehr schön gelegen in den fruchtbaren Wiesen der Sauer. Aber trotz seiner Winzigkeit hat es seinen eigenen Bahnhof auf der Sauertallinie.
Bis zum 4. März 1983 war dieser in Betrieb und hatte somit einen Anschluss an das Eisenbahnnetz. Dazwischen liegen aber schon einige Jahre. Das Haus ist heute in privater Hand und renoviert. Auf ein paar alten Fotos erkennt man viele Details aus der Zeit, wo er noch in Betrieb war. Die Fotos wurden abgelichtet mit freundlicher Genehmigung des jetzigen Hausbesitzers. Auch heute sieht man noch die unerkenntlichen Spuren der Eisenbahnschienen. An manchen Stellen sieht man noch die alten Verstärkungsmauern mit Haussteinquadern gebaut. Auf der Trasse sind zwar in der Zwischenzeit Sträucher und Bäume gewachsen, aber diese ist unverkennbar geblieben. Die Region ist ein Paradies für Natur- und Kulturliebhaber und solche, die es erst werden wollen, wo man die Seele baumeln lassen kann und keine Langeweile aufkommt. Unweit von Hinkel auf der Bergkuppe ist die Klause von Girst, auch Girster Klaus genannt. Um diese zu erreichen, fährt man am besten den Hügel hinauf. Alles andere ist ausgeschildert. Ab einer gewissen Anhöhe hat man impressionante Ausblicke auf das Tal. Man sieht sehr weit ins Land hinein und erkennt einige Dörfer von der zurückgelegten Strecke. Oben auf dem Plateau liegt sie dann, die Girsterklaus. Es ist eine 11-Seelen-Ortschaft. Die Kapelle von Girsterklaus ist ältester Wallfahrtsort des Landes. Das Wahrzeichen des Kirchleins ist der wuchtige, viereckige Turm. Sie wurde erstmals am 27. Februar 1329 urkundlich erwähnt. Den Ort gab es jedoch schon früher, denn der Turm der Wallfahrtskapelle ist romanischen Ursprungs und stammt somit aus dem 11. oder 12. Jahrhundert. Schon zu dieser Zeit war die Klause ein Marienwallfahrtsort. Sie sind eine Brücke zwischen der Welt der Lebenden und der Toten. Oft sind Friedhöfe dennoch Gegenwelten, die eine einzigartige Atmosphäre entwickeln. Reihengräber mit sauber gehakten Stiefmütterchenreihen oder alte verwitterte Grabdenkmäler, die an Dichter und Denker erinnern. Es sind Ruhestätten der Toten und Orte der Erinnerung. Dabei ist der Umgang mit den Toten immer auch ein Spiegel der Gesellschaft. Das Bauwerk ist von der Romanik geprägt. Kräftige romanische Gurtbogen, im Wechsel aus braunroten Sandsteinquadern gefügt, ruhen auf mächtigen Pfeilern. Auffallend sind die aus Sandstein gemeißelten steinernen Altäre, die aus dem beginnenden 17. Jahrhundert stammen. Die Madonna des Haselnussstrauchs nennt man das Gnadenbild. Sie thront auf dem Hochaltar der Kapelle. Die Madonna von Girsterklaus ist eine sitzende Madonna. Bemerkenswert auch die Renaissancekanzel mit der Jahreszahl 1630. Mit ihren vielen Barockstatuen, die aus dem 18. Jahrhundert stammen, ist die Kapelle wie ein kleines Museum. Die zum Teil sehr gut erhaltenen Fresken sind äußerst sehenswert. Zurück auf den Radweg an der Sauer. Etwa 500 Meter von der Borner Mühle ist ein Unterstand in einer Felsennische. Er ist in die Mauer eingebaut, die entlang der alten Zugtrasse führt und heute Fahrradpiste ist. Sie war komplett mit wildem Efeu zugewachsen, bis diese für die Dreharbeiten gesäubert wurde. Sinn und Zweck waren wahrscheinlich Geräteschuppen der ehemaligen Eisenbahn und Unterstand für die Bahnarbeiter. Aus heutiger Sicht schwer zu sagen. Weiter den Weg entlang zur Mühle von Born. Heute ist dieser als Kinderhort umgebaut. Kurz hinter der Mühle überquert der Fahrradweg die Straße.
Weiter geht der Weg in Richtung Born an alten Obstplantagen, genannt Bongarten, entlang. Bilder schon fast mit Seltenheitswert. Pferde in einer Koppel, die gemütlich vor sich hinschlendern. Zeit für eine Pause auf einer Bank. Einfach dasitzen, das Rauschen des Windes und das Rascheln der Bäume zu lauschen, ist sehr erholsam. Einfach nur die Natur genießen. Born wurde im Jahre 1084 erstmals urkundlich als Borna erwähnt. 1317 wurde der Ort Bornen und 1340 Borne genannt. Im Mittelalter entstand die sogenannte Herrschaft Born, die noch bis zur Franzosenzeit Bestand hatte. Bis zum Jahre 1822 war Born eine selbstständige Gemeinde. Danach kam sie an die Gemeinde Mompach. Diese Aufteilung wurde erst zum 1. Januar 2018 geändert, als die beiden Gemeinden Rossport und Mompach fusionierten. Das Dorf Born mit rund 450 Einwohnern ist von Streuobstwiesen und Wäldern umgeben. Im 16. Jahrhundert wurde in und um Born auch Salz abgebaut. 1286 wurde ein Heinrich von Born erwähnt. Die Familie ließ den Vorgängerbau von Schloss Born errichten, welches aber 1705 durch einen Angriff zerstört wurde. Um 1740 wurde das heutige Schloss von der Familie Faust von Aschaffenburg-Hattstein gebaut. 1978 hat die Gemeinde das Schloss gekauft und 1985 wieder verkauft. Es ist weiterhin in Privatbesitz und kann nicht besichtigt werden. Die katholische Pfarrkirche ist dem St. Martin geweiht. Innen hat die Kirche ein sehr schönes Holzdekor. Ein neuromanischer Saalbau aus den 1850er Jahren. Unten an der Sauer liegt der Campingplatz um Salzwasser. Er liegt in sehr ruhiger Lage direkt am Ufer des Grenzflusses Sauer. Ein Spielplatz und Animation in der Saison, gratis Internetzugang, Vermietung von Chalets und Fahrrädern und ein brauchbares Sanitär machen diesen Camping aus. Im Restaurant neben einem festen Tagesmenü wird auch à la carte gekocht. Es ist eine etwas gehobenere Klasse bei normalen Preisen. Daher wird es gerne genutzt für die verschiedensten Veranstaltungen im Laufe des Jahres. Die Sauer ist ein 173 Kilometer langer Fluss, der in die Mosel mündet. Bei Wallendorf mündet die Ur in die Sauer. Ab hier bildet der Fluss die Grenze zwischen Luxemburg und Deutschland auf einer Länge von 50 Kilometern. Das Sauertal ist reich an Vegetation und Tierarten. Es ist ein Erlebnis, diesen Artenreichtum der Fauna und Flora kennenzulernen, die seit Jahrtausenden einen hartnäckigen Existenzkampf mit dem Fluss führen. So sanft der Fluss jetzt aussehen mag,
Die Sauer führt oftmals Hochwasser, die große Schäden in anliegenden Ortschaften verursacht. Überschwemmte und verschlammte Straßen und entwurzelte Bäume zeugen dann wieder von der Gewalt des Wassers. Weiter die Fahrradpiste entlang, die nochmals die Hauptstraße überquert. Vorbei am alten Bahnhof, der etwas abseits der Piste liegt. Dieser ist vollständig renoviert und ist heute Büroraum der Straßenbauverwaltung. Über dem Eingang noch Überreste des Bahnhofsnamen. Vorbei an dem Feuerwehrbau in Richtung Mörsdorf. Auf diesen Pisten heißt es aber aufpassen, denn es sind viele Irrlichter unterwegs. Vorbei an vielen schönen Aussichten auf die Sauer. Gegenüber ist der Bahnhof von Metzdorf der Ortsgemeinde Langsur. Er ist als Schenke umgebaut worden für den großen Campingplatz Alter Bahnhof. Auf der deutschen Radpiste sieht man eine Brücke der Nims-Sauertalbahn. Sie ist eine der letzten dieser Art auf der Strecke. Beim genaueren Hinsehen fallen einem auch noch andere Überbleibsel dieser Bahnstrecke auf. Einfallende Mauern mit Unkraut und Moos überdeckt oder Betonpfosten, die als Schutz dienten. Zurück zur Luxemburger Seite. Die Piste geht vorbei an Wochenendhäusern aus dem letzten Jahrhundert. Die meisten sind in einem schlechten Zustand und sind total überwuchert mit Pflanzen. Einige davon sind zu verkaufen. Immer den Schildern nach entlang der Radpiste. Bereits zur Zeit der Kelten und Franken wohnten um Mörsdorf bereits Menschen, was man durch archäologische Grabungen herausfand. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Mörsdorf als Meersdorf im 13. Jahrhundert. Von dieser Zeit an bis zur Franzosenzeit hatten die Trierer Reichsabtei St. Maximin und die Reichsabtei Echternach Besitzungen im Dorf. 1248 wird der Ort als Mörsdorf bezeichnet. Bis zum 31. Dezember 2017 gehörte Mörsdorf zur Gemeinde Mompach und seit dem 1. Januar 2018 zur Fusionsgemeinde Rossport-Mompach. Auch Mörsdorf hatte seinen kleinen Bahnhof. An zwei Säulen sieht man den Buchstaben P und H. Man sollte wissen, dass die Sauerstrecke im Jahre 1869 noch Prinz-Heinrich-Eisenbahngesellschaft hieß und es eine private Eisenbahngesellschaft war. 1877 wurden ihr aber alle Konzessionen entzogen. Die Strecken und die Fahrzeuge gingen noch im selben Jahr an die anonyme luxemburgische Prinz-Heinrich-Eisenbahn- und Erzgrubengesellschaft über. Unweit davon ist die Mühle an der Sauer neben dem Radweg. Oder besser gesagt, was davon übrig geblieben ist. Hier einige Eckdaten. Wahrscheinlich ist 1744 das Geburtsjahr der Mühle. 1801 kaufte sie Matthias Roswinkel. 1872 weiterverkauft an Peter Hurt, der sie bis 1918 behielt.
1880 Umbau durch P. Hurt und Anna Maria Burg aus Udelfangen. Sie wechselte noch mehrmals ihre Besitzer bis zu ihrer Zerstörung durch ein Feuer im Jahre 1935. Sie wurde nie wieder aufgebaut und die Überreste stehen bis heute. Im 18. Jahrhundert war das Wehr der Sauermühle in Mörsdorf bei allen Schiffern sehr gefürchtet. Weiter nach Wasserbillig. Die Sauertalbrücke ist eine 1195 Meter lange Autobahnbrücke. Das Bauwerk überspannt bei Wasserbillig oberhalb des Ortes Mesenich in einer Höhe von maximal 98 Metern das Tal der Sauer. Gebaut wurde die Balkenbrücke mit einem gemeinsamen Überbau für beide Richtungsfahrbahnen zwischen den Jahren 1984 und 1987. Der Zusammenbau des Überbaus erfolgte hinter dem östlichen Widerlager in 68 Schüssen. Jeder Schuss wurde in 8 Segmenten angeliefert. Seit neuestem gehört das touristische Sauertal zum Müllertal. Das Ganze nennt sich dann Region Müllertal, kleine Luxemburger Schweiz. Mit anderen Worten, zwei Täler schmolzen zusammen unter neuem Namen. Für den Rest änderte sich nichts. Die Piste neben der Straße führt weiter flussabwärts. In der langgezogenen Kurve zwischen Mörsdorf und Wasserbillig ist ein Grillplatz. Besonders an den Wochenenden ist dieser immer sehr gut besucht. Das milde Klima des Sauertals lässt nicht nur Obstbäume und Blumen blühen, es wird auch ebenfalls Weinbau an der Sauer betrieben. Die klimatische Sonderstellung des Talraumes, die insbesondere auf einer thermischen Begünstigung beruht, wird durch den Weinbau augenfällig, der an südwärts auf günstig exponierten Hängen betrieben wird. Anhand der Menge von Weinbergen scheint nicht nur der Anbau, sondern auch die Lese recht erträglich zu sein. Rechter Hand ist das frühere Bahnwärterhäuschen der Sauerlinie. Hier wechselt der Zugang der Straßenseite. Also musste ein Bahnübergang her. Damals wurden diese noch per Hand bedient von Schrankenwärtern. Die Züge wurden per Telefon angemeldet. Somit war Zeit genug, die Schranke zu schließen. Der Wärter wohnte auf seiner Arbeit in diesem kleinen Häuschen. Die Sauer wechselt sehr oft ihr Gesicht. Mal ein friedfließender Fluss, mal ein reißendes Gewässer mit Stromschnellen. Mittendrin leben die Tiere in diesem Landschaftsraum. Gegenüber an der deutschen Seite ist Mesenich. Der Ort wurde 1028 erstmals urkundlich erwähnt. Es ist ein kleines historisches Weindorf mit rund 370 Einwohnern. Bis 1974 war der Ort Mesenich eine eigenständige Gemeinde. Danach fand eine Verwaltungsreform statt, bei der die Gemeinde Mesenich in die Gemeinde Langsur eingegliedert wurde. Das katholisch geführte Mesenich ist eine eigenständige Pfarrgemeinde, die unter dem Namen San Remigius der Pfarreiengemeinschaft Trierweiler seit dem 1. September 2011 eingegliedert worden ist. Auf dem Fahrweg Reste einer römischen Badeanlage. Bei Ausschachtungsarbeiten kamen im September 2008 am nordwestlichen Ostrand von Mesenich Reste einer römischen Badeanlage aus dem 2. Jahrhundert zum Vorschein. Da das solide, noch bis zu 1,80 Meter hohe Mauerwerk an seiner Fundstelle nicht erhalten werden konnte, wurde es sorgsam abgetragen und an dieser Stelle wieder aufgebaut. Die Nims-Sauertalbahn durchfuhr auch Mesenich. Das Bahnhofsgebäude von Mesenich fiel dem Straßenbau zum Opfer.
Heute erinnert noch der Tunnel, dessen Länge von 827 Metern durch den Heldberg sowie das kleine Wohnhaus neben der Einfahrt zum Ort an die glorreiche Zeit der Sauertalbahn. Unweit der Fahrradpiste, etwas versteckt im Wald, findet man noch Überreste dieses Tunnels. In diesem durchquerte der Zug den Berg in Richtung Igel an der Mosel. Das Ende dieser Eisenbahnlinie. Als nun immer mehr Autos in den Ort kamen, nutzten immer weniger Menschen die Züge. Fast nur noch Werktätige und Schüler sowie ältere Menschen, die zum Arzt mussten, nutzten morgens, mittags und abends die Züge. Teilweise waren nur 2 bis 6 Fahrgäste zu sehen oder die Waggons waren gänzlich leer. Die Folge hiervon war, dass die Strecke unrentabel wurde. So hatte die Eisenbahnverwaltung einen Grund, die Strecke stillzulegen. Am 28. September 1968 gegen 20 Uhr mit der letzten Abfahrt eines Zuges auf dem Bahnhof Metzdorf endet diese Eisenbahngeschichte. Von der Bevölkerung wurde dies ohne Einspruch hingenommen. Weiter auf dem Fahrradweg in Richtung Langsur. Die erste urkundliche Erwähnung Langsurs findet sich im Jahre 978, als Erzbischof Egbert von Trier die Gemarkung Langsur der Kirche des heiligen Maternus in Trier schenkte. In den folgenden Jahrhunderten gehörte Langsur nacheinander zu, wie es damals hieß, Lotharingien, Luxemburg, Burgund und Preußen. Die Wirtschaft des Ortes ist durch Weinbau, Landwirtschaft, Handwerksbetriebe, Tourismus und in geringem Umfang Einzelhandel bestimmt. Dort wird sehr guter trockener Elbling produziert. Über die Grenzbrücke wieder zurück auf die Luxemburger Seite. Wir nähern uns so langsam dem Ziel unserer Fahrradreise. Entlang der Sauer stehen sehr viele Angler. Ob die Fische beißen, ist von hier aus schwer zu sagen. Noch rund 2 Kilometer bis zum Ziel. Vorbei geht der Weg an der Langsurer Mühle. Wasserbillig ist auch heute noch ein wichtiges Geschäftszentrum am Schnittpunkt des breiten Moseltales mit dem romantischen Sauertal. Wir bleiben auf der Radpiste, die entlang der Sauer führt. Vorbei geht es an dem Aquarium. Es ist einen Besuch wert. Das Aquarium in Wasserbillig hat 15 Becken zwischen 300 und 40.000 Litern Inhalt. Besonders die einheimischen Fische kann man aus der Nähe beobachten. Es gibt bepflanzte und felsige Unterwasserlandschaften, die ihren Bewohnern aus 5 Kontinenten angepasst sind. Sehr viele unterschiedliche Meeresbewohner in teils authentisch nachgebauten Umgebungen vermitteln dem Besucher ihren natürlichen Lebensraum und viele weitere Details. Das Aquarium ist weit über seine Grenzen hinaus bekannt. Vor dem Eingang des Aquariums ist eine Schautafel. Sie zeigt das Leben im und am Fluss aus den letzten Jahrhunderten. Thank you.
Wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende des Flusses. Die Mündung, wo sich Sauer und Mosel treffen, dem Ort genannt Spatz. Wasserbillig ist mit 130 Metern über Normalnull der tiefste Punkt des Großherzogtums Luxemburg. Gegenüber von Wasserbillig auf der deutschen Seite ist Wasserbilliger Brück. In der zusammenwachsenden europäischen Gemeinschaft rücken beide Seiten des Grenzlandes, die viele Jahrhunderte lang fast das gleiche Schicksal hatten, wieder näher zusammen. Von hier aus hat man einen wunderbaren Aussichtspunkt auf den Quai von Wasserbillig. Schon die Römer kannten es unter dem Namen Biliacum. Heute hat der Ort etwa 3000 Seelen. Die neue strombetriebene Moselfähre Santa Maria die Zweite ist seit 2017 in Betrieb. Ihre Vorgängerin Santa Maria die Erste wurde in Rente geschickt. Seit dem 30. April 1966 hatte sie ihren Dienst geleistet und so manchen Verkehrsteilnehmer den langen Umweg über die Moselbrücke in Grevenmacher erspart. Täglich bringt die Fähre Passagiere, Fahrräder und Fahrzeuge vom deutschen Moselufer in Oberbillig über die Mosel nach Wasserbillig. Um Spatz selbst ist ein großes Mosaik angebracht, das die ganzen Fließgewässer von Luxemburg beinhaltet. Nebenan eine kleine Statue vom heiligen Nikolaus. Er ist der Schutzpatron der Schiffsleute. Eine Anschautafel mit den Radwegen und Sehenswürdigkeiten erläutert den Touristen, welche Tätigkeiten sie unternehmen können. Eine Skulptur ermuntert zum Angeln in der Mosel. Zwei Angler und eine Katze, die die Fische aus dem Eimer klaut. Wegen der Nähe zu Deutschland ist Wasserbillig eine geschäftige Ortschaft, die besonders durch den regen Grenzhandel geprägt ist. Entlang der Hauptstraße befinden sich eine Vielzahl von Geschäften, Handwerksbetrieben und Handelsunternehmen. Dies ist vor allem Tanktourismus, wegen der steuerlichen Unterschiede zwischen Deutschland und Luxemburg. Letzte Sehenswürdigkeit ist das Rathaus. Es liegt mitten in der Hauptstraße gegenüber dem Bahnhof. Es war bis zum 4.3.1963 der letzte Bahnhof der Prinz-Heinrich-Bahn oder Sauerlinie, wie sie später hieß. Von diesem Bahnhof aus mussten die Passagiere zu Fuß zum Bahnhof gegenübergehen, der wiederum mit der Strecke Trier-Luxemburg-Stadt verbunden war. Rund um das Gebäude, das heute Gemeindeamt ist, sind noch einige der Relikte aus der guten alten Dampfeisenbahnzeit zu sehen. Hier endet auch die Reise von über 22 Kilometern mit dem Drahtesel. Dieser schöne, gut ausgebaute Rundweg führt entlang des deutsch-luxemburgischen Grenzflusses Sauer durch Feuchtgebiete, Weinberge, Landschaften und malerische Orte, von denen besonders nicht nur Echternach hervorzuheben ist. Der gesamte Streckenverlauf ist ohne nennenswerte Steigungen und daher auch für Freizeitradler mit Kindern zu empfehlen. Die Beschilderung ist sowohl auf deutscher als auch auf luxemburgischer Seite lückenlos und perfekt.